finden sie heraus, was dazu geführt haben könnte, dass die Wartungskutsche plötzlich anhielt. Ja, wir versuchen es mal herauszufinden und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Rätsel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Wir haben jetzt erstmal hier ein paar Beweise gefunden. Die Ursache für diesen katastrophalen Unfall war das plötzliche Stoppen der Wartungskutsche. Die Straßenlaterne fiel jedoch erst danach um. Achso, warum hielt die Kutsche also an? Gut. Ich dachte jetzt eigentlich, dass die Laterne am Anfang gleich umgefallen ist, weil ansonsten hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Aber okay. Eine Wartungskutsche ist mitten in einer Wasserpfütze zum Stehen gekommen, aus unbekannten Gründen. Vielleicht hat sie da geparkt. Ich weiß es nicht. So. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab ein... Ja, gut, das kennen wir ja schon. Was für ein Desaster. Ja, du musst dir mal neue Kürbisse bestellen. Das Rad ist metallbeschlagen. So, dann wollen wir hier erstmal die Kutsche ein bisschen untersuchen. Was haben wir denn da? Einen Toten. Tätowierung. Eine Tätowierung. Vermutlich von einer Bande. Hier, wie sieht die Hand aus? Dieser Mann starb an einem Stromschlag, wie man an den Spuren auf seiner Hand sieht. Alter. Oh. Er war mit einem Revolver bewaffnet. Wobbley, denke ich. Hat der also einen Revolver dabei? Er glaubt's ja nicht. So, hier haben wir nichts. Achso. Gut, das hätten wir. Oh, das kann man sehr gut erkennen. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die anderen Personen entgehen könnten. Alles klar. Unter der Farbe hier steht etwas geschrieben. Die Kutsche ist frisch lackiert. Das könnte wichtig sein. Ich muss diese frische Farbe irgendwie abbekommen. Kratze einfach ab. Die Kutsche ist frisch lackiert. Oder muss ich da jetzt mit Dings dran? Achso, ich kann gar nicht wechseln. Ha, super. Der Fahrer und der zweite Insasse der Wartungskutsche sind an einem Stromschlag gestorben, aber nicht durch die umgefallene Straßenlaterne. Daher stellt sich die Frage, von wo kam der tödliche Strom? Ich habe keine Ahnung. Reicht das nicht? Kann ich jetzt Feierabend machen? Oh ja, stimmt ja. Hier ist ja noch einer. Ein Lösungsmittel. Ein Stück Stoff. Voller Lösungsmittel. Ja, dann nimm dir den, dann kannst du vielleicht hier an dem Dings was machen. So, jetzt gucken wir uns einmal die zweite Leiche an. Oh, der hat auch so eine Tätowierung. Von einem Wuffi. Und der hat genau dieselben Verbrennungen. Lakritz, ich hasse Lakritz. Muss ich einfach mal gesagt haben. Entschuldigung. Roscoe, den kenne ich. Ein Kleinkrimineller hier aus der Gegend. Okay. So, dann können wir doch jetzt... Irgendwas fehlt hier noch an der Kutsche. Aber ich gehe jetzt erstmal hier vorne hin. Und werde hier das Dings... Freigedingsen! Yay! Underground Electric Railways. Komm, wir machen es auch vernünftig. Kleiner Saubermann. So, oh Gott. Oh, ich habe den unteren Teil nicht gesehen. Entschuldigung. Man sollte vielleicht die Augen richtig aufmachen. Das wäre vielleicht besser. Underground Electric Railways Company of London. All right.
Ja, da vorne waren wir schon, Freundchen. Ist ja gespawnt. Wunderbar. Irgendwas haben wir hier hinten noch übel sehen. Ein Presslufthammer. Ja, schön. In die Kiste können wir nicht mehr reingucken. Hier haben wir die Analyse abgeschlossen. Alles klar. Aber sonst ist hier nichts mehr. Matsch. Riecht streng. Ach so, der Matsch hat noch gefehlt. Okay. Etwas in der Pfütze. Was? Unter diesem Kanaldeckel hier sind Stromkabel angebracht. Alter. Ort der Fallenauslösung finden. Rausfinden. Das gibt's doch nicht. Wurden hier einfach Stromkabel in den Kanal gelegt? Wunderbar. Oh nein. Ah, ein Doppeldietrich kann so eingesetzt werden wie zwei einzelne Dietriche. Oh nee. So, also. Warte mal, kriegen wir den jetzt hier vorne hin? Okay, der kann dann entfernt werden. Und jetzt brauchen wir noch zwei Zweier. Aber den können wir dafür auch nicht nehmen, oder? Doch! Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber okay. Alright, alright. What is this for a Zimmer? I don't know this. So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. So, aktivieren Sie das Gerät, nehmen Sie jeweils korrekte Stellung für die Schalter heraus. Oh, nee. Bitte. Okay. Also, wenn die Lampe grün ist, dann läuft der Strom. Da kommt jetzt gar kein Strom, okay. Da geht dann auch nichts. Sollen wir einmal hier ein bisschen durchprobieren? Oh Mann, solche Rätsel liebe ich ja wie die Pest. Einfach mal hier alles austesten. Wenn die linke Seite grün ist, muss die rechte auch noch irgendwie auf grün gestellt werden. Die Frage ist nur, wie wir das hinkriegen. Und ich habe ja eigentlich schon alle... Na gut, ich will jetzt nicht Stellung sagen, aber ich habe jetzt soweit hier alles Mögliche schon ausprobiert.
Nee, warte mal. Der Stromschlag, der die Kutsche in Mitleidenschaft zog, wurde hier ausgelöst. Ich habe es! Oh Gott. Gesetze sind nur Schall und Rauch. Frauen dürfen nur in der Öffentlichkeit rauchen, so wurde vor Gericht entschieden. Heute urteilte Magistrat Adcox, es ist keine Straftat mehr, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit raucht. Zumindest nicht in London. Daraufhin sprach er Mary Thompson, Edna Costa und Elsie Watkin frei, die vor kurzem wegen Rauchens auf dem Trafalgar Square verhaftet worden waren. Meine Güte. So, was haben wir denn hier? In der Wartungskutsche befanden sich die Leichen von zwei Männern. Sie trugen beide eine Hundetätowierung, vermutlich ein Bandensymbol. Einer der Männer war mit einem Webley-Revolver bewaffnet. Der andere wies auf... Was? Achso. Der andere wies auf der Hand eine weitere Tätowierung auf den Namen Rasko. So. Finden Sie den Ort, von dem aus die Stromfälle... Die Stromfalle für die Wartungskutsche ausgelöst wurde. Ja, alles klar. Habe ich. Von hier aus kann ich die Wartungskutsche gut sehen. Sehr gut. Ihre Schlussfolgerung dem Konstable mitteilen. Ja, okay. Ja, ich bleibe schon wieder an der Alpha-Wand hängen. Wunderbar. Ich freue mich, Ratenkeks. So. Lassen Sie den Mann in Ruhe, er ist unschuldig. So, mehr oder weniger. Also genau weiß ich es noch nicht, aber es ist erstmal so die Vermutung. Holmes, da sind Sie ja. Ich habe eine Theorie zu diesem Unfall. Schön, aber das hier war Mord. Was? Was? Dann sind Sie ein Mörder, was? Sie sind ja verrückt. Sind Sie sicher, Holmes? Ja, Mord und Unfall. Der Mörder hat das Chaos ausgelöst, indem er die Kutsche unter Strom gesetzt hat. Daher ist dieser Massenunfall nun unsere große Chance. Große Chance? Auf was denn, Holmes? Der Täter konnte das Ganze unmöglich vorhergesehen haben, richtig? Und dank des schnellen Eintreffens der Polizei könnte er sich noch hier aufhalten. Ich sehe 5 Männer, die in Frage kommen. Werfen wir einen Blick auf die Karte. So. Wir müssen jetzt 5 Verdächtige finden. Alright. Sehr nah bei der Wohnung. In idealer Position, um den Platz zu beobachten. Hiesiger Arbeiter wurde beim Unfall verletzt. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Hier hinten ist nur ein Polizist. Der bringt uns nicht so viel Gedings, ne? Und so weiter. Wir haben hier vorne noch eine Person. Nicht verletzt beim Unfall, nicht sehr nah bei der Wohnung. Könnte absichtlich in die Schränke gefahren sein, Kutschenfahrer. Okay, dann haben wir hier vorne. Nah bei der Wohnung, könnte den Hebelmechanismus absichtlich ausgelöst haben, Fahrer des Karren, wurde beim Unfall verletzt. Okay. So, dann haben wir jetzt hier vorne den anderen Kutschenfahrer noch. Der irgendwie nicht... Da. Okay. Dann eben nicht. Ich dachte es eigentlich, der gehört auch zu den Verdächtigen. Aber na gut. It's alright. So, aber warte mal, hier stand ja auch noch einer. Könnte ein gewöhnlicher Passant sein, nicht verletzt beim Unfall. Wütend und nervös, nicht sehr nah bei der Wohnung. Ja, ich habe da schon so eine Vermutung, dass es eventuell diese Person, die wir gerade gesehen haben, dass es die vielleicht war. So, aber wo ist jetzt die letzte Person? Eine Person fehlt uns ja noch. Nun, wo soll denn jetzt hier noch eine sein? Ja, da komme ich nicht durch. Oh, warte mal, er vielleicht?
Sehr nah bei der Wohnung, nicht verletzt bei Unfall, könnte ein gewöhnlicher Passant sein. Tja. Wählen Sie die Verdächtigen unter den Personen am Unfallort aus. Tja. Also wer für mich jetzt so in die engere Auswahl kommt, ist einmal der Typ, der hier an der Ecke steht. Weil es könnte auch sein, dass es irgendwie ein Mechanismus war, den er von oben heraus, ja, keine Ahnung, dass er den irgendwie anderweitig angestellt hat. Ja, oder halt er. Das ist jetzt die Frage. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches anklicke. Aber dafür, dass jetzt ja gerade hier so ein starker, so ein großer Unfall passiert ist, war er eigentlich sehr, ja, ich weiß nicht, also ganz mies drauf. Der hat eine ganz komische Art an sich gehabt. Also ich würde sagen, das war der. So, verdächtig. Dieser Mann steht am Rand des Platzes, weil er ihn verlassen wollte. Vielleicht, um nicht der Polizei zu begegnen. Er hatte genügend Zeit, das Stromgerät einzuschalten und dann abzuhauen. Nicht verdächtig. Dieser Mann steht am Rand des Platzes, weil er gerade erst angekommen ist. Vielleicht wollte er nur den Verletzten helfen. Er steht relativ weit weg von der Wohnung, in der sich das Stromgerät befindet. Ich werde ihn erstmal auf verdächtig einstellen. So, jetzt haben wir hier Nummer 2. Der Mann ist ein Kutscher und war am Unfall beteiligt. Zum Glück hat ihn die Explosion nicht verletzt. Etwa weil er wusste, was alles geschehen würde? Glaube ich nicht. Nicht verdächtig. Dieser Mann ist ein Kutscher. Es ist offensichtlich, dass er während des Unfalls beschäftigt war. Es ist nicht möglich, dass er zur selben Zeit das Stromgerät eingeschaltet hat. Also ihn würde ich auf jeden Fall auf nicht verdächtig setzen. So, jetzt haben wir hier. Verdächtig. Dieser Mann ist ein Kutscher. Er war vor Ort, als sich der Unfall ereignete. Einer seiner Kürbisse sorgte für den Einsturz des Gerüsts. Nicht verdächtig. Dieser Mann ist ein Kutscher. Es ist offensichtlich, dass er während des Unfalls beschäftigt war. Es ist nicht möglich, dass er zur selben Zeit das Stromgerät eingeschaltet hat. Na gut, aber einer seiner Kürbisse hat ja für den Einsturz des Gerätes, des Gerüstes gesorgt, ne? Den setze ich auch erstmal auf verdächtig. So, dieser Mann steht unter dem Fenster der Wohnung, in der sich das Stromgerät befindet. Vielleicht hatte er genügend Zeit, das Gerät einzuschalten, um wieder nach draußen zu gehen. Könnte möglich sein. Dieser Mann scheint lediglich ein Passant zu sein. Er wurde vermutlich vom Unfall überrascht, als er am Platz entlang lief. Ja, das ist mir ein bisschen zu... Ja... Nee, das passt auch nicht so ganz. Also ich würde den auch als verdächtig einsetzen. Dieser Mann wurde unweit der Wohnung gefunden, in der das Stromgerät steht. Vielleicht hatte er die Rolle eines hiesigen Arbeiters nur eingenommen, um seine Opfer auf dem Platz beobachten zu können, ohne Verdacht zu erregen. Nicht verdächtig, dieser Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Er ist ein hiesiger Arbeiter, er gehört zu den Opfern wie die anderen auch. Okay, also den würde ich auf jeden Fall auf nicht verdächtig setzen. Das ist jetzt so meine Vermutung. Nein, ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Okay. Wahrscheinlich ist er doch nicht verdächtig. Nein, so lief das nicht ab. Gut, ach, was soll's, dann probiere ich eben jetzt alles durch. Habe ich kein Problem mit. Nein, so lief das nicht ab. Halt, nein, nee, nee, Moment, halt, stopp. So, alle nicht verdächtig. Dann können wir aber hier keine Analyse bedingsen. So, Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Okay. Also, den packen wir... Pass auf, es darf ja eigentlich nur eine Person verdächtig sein. Wir setzen jetzt den wieder auf nicht verdächtig. Ich probiere jetzt einfach mal alle durch, die jetzt verdächtig sein könnten. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Okay, also bei ihm auch nicht.
Ich glaube, bei ihm war es genauso. Nein, so lief das nicht alles ab. Alles klar. Nein, so lief das nicht ab. Alles klar, Sherlock, ich weiß Bescheid. Nein, so lief das nicht ab. Okay, also eine Person alleine ist nicht verdächtig. Was wäre denn jetzt, wenn ich zwei auf verdächtig setze? Nein, ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Also, was ich jetzt auf jeden Fall schon mit einbezogen habe, der ist und bleibt eigentlich verdächtig. Vielleicht setze ich da auch komplett auf, aufs falsche Pferd. Ich weiß es nicht. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ich habe keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, überspringen will ich das jetzt eigentlich auch nicht. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Und das Gelabere kann ich auch leider nicht überspringen. Das ist scheiße. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Tja. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich den nicht alleine als Verdächtigen nehmen kann. That is a little bit, Nein. Ja, das hatten wir doch schon. Denke, ja, ich sollte mehr auf die Details achten. Nehmen wir auf. Also wenn, würde ich sagen, hier die beiden, die am unanscheinlichsten sind, am unwahrscheinlichsten, um Gottes Willen, ich kann schon nicht mehr richtig sprechen. Einmal hier der Typ, der jetzt hier an der Seite steht. Was wird denn eigentlich gerade bei Steam runtergeladen? Steht noch gerade ein Ladebildschirm. Und dann einmal hier den Typen eigentlich hier an der Seite. Aber wenn da jetzt irgendwas falsch ist, wisst ihr was, ich überspringe das jetzt einfach doch. Weil das, ja... Hatte ich das nicht gehabt? Gut. Ich will jetzt mal ganz kurz was austesten. Ich will nur mal ganz kurz austesten, ob ich das jetzt vielleicht nochmal zurücksetzen kann. Um jetzt nochmal bei der Dings da reinzugehen, beziehungsweise... die Möglichkeit, die verdächtigen Leute jetzt doch auszuwählen. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich lasse das mal ganz kurz in der Folge mit drin, weil das interessiert mich jetzt gerade mal. Will ich mal gucken, ob das vielleicht möglich ist, also um nochmal zurückzugehen. So. Okay, gefundener Verdächtige. Sehr gut. Oh, mein armes Bein. So. Okay. Verdächtiger Nummer 1. Verdächtiger Nummer 2. Verdächtiger Nummer 3. Also, wunderbar, wir konnten es doch nochmal zurücksetzen. Dann, weiß ich jetzt wenigstens, was ich als, wen ich jetzt als verdächtig einschätzen muss. Obwohl ich fest der Meinung war, dass ich das auch so gemacht habe. Aber, na gut, ich kann mich jetzt auch täuschen. Aber egal. Vielleicht gehören die auch alle drei zusammen in eine Truppe. Man weiß es nicht. So. Fertig. Ihre Schlussfolgerung dem Konstable mitteilen. Was haben wir hier eigentlich? Festliche Fahne. Ach, schön. So, Madame und Monsieur, mein Teil der Schatzkarte. Voilà. Constable, ich verdächtige hier drei Personen. Bringen Sie sie zum Verhör auf die Wache.
Solange ich nicht mit leeren Händen da stehe, ist alles gut. Den Blick kenne ich. Was geht in Ihrem Kopf vor? Um die Kutsche in die Falle zu locken, musste der Täter genau wissen, auf welcher Route sie fuhr. Oder aber, die Kutsche ist nicht weit entfernt von hier losgefahren. Sogar in dieser Straße vielleicht. Erstaunlich. Holmes, es tut mir leid, aber ich muss ins Krankenhaus zu den Verletzten. Ich verstehe, Watson. Aber denken Sie daran, was ich gesagt habe. Hm? Über Kate. So. Den Konstabeln mitteilen abgeschlossen. Alles klar. Persönliche Gegenstände der Opfer und Verdächtigen untersuchen. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt zum Alter. Das ist reichlich Arbeit, die wir jetzt vor uns haben. Aber ich glaube, ich sollte erstmal wieder einen Schnitt machen, oder? Oder bin ich da jetzt falsch? Haben wir schon Herleitungen? Stromschlag. Das ist viel. Wunderbar. Sie haben noch nichts hergeleitet. Ja, ja. Ich bin ja noch im Fall dabei. So, aber bevor die Folge doch wieder zu lang wird, ich mache einen kurzen Schnitt, Leute. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Und dann mal schauen, was wir uns mit den drei verdächtigen Leuten noch so anstellen können. Also Leute, bis denne in Scotland Yard. Macht es gut. Tschüssi.